Das ist Folge 226. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Smart. Mein Name ist Raik Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um 5 Dinge, die du von Online-Fitness-Coach Nummer 1, Mark Maslow, lernen kannst. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum Zielsetzung wichtig ist. Zweitens, wieso du manchmal außerhalb der Norm sein musst. Und drittens, wie du dein Umfeld auswählen solltest. Lass mich unbedingt wissen, wie du die Folge fandest und teile sie gerne mit deinen Freunden. Der Link ist raikhane.de/226. Wenn die Folge gefällt, dann teile sie auch unbedingt, damit wir noch mehr Unternehmer erreichen können. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Viele von euch fragen mich immer, Raik, wo bekomme ich denn neben dem Podcast noch mehr Informationen? Wo teilst du deine Insider-Tipps? Und die wirklich wichtigen Themen und tiefen Themen, die gebe ich meinen Lesern per E-Mail weiter. Das heißt, möchtest du auch zu diesem ausgewählten Unternehmerkreis gehören, dann trage dich unter raikhane.de auf meine E-Mail-Liste ein. Dort wirst du über die wesentlichen Veränderungen und Themen informiert. Als Begrüßung bekommst du von mir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für deine perfekte Wochenstruktur. Mit dieser schaffst du es, deine Arbeitszeit massiv zu reduzieren und deine Gewinne zu steigern. Einfach unter raikhane.de eintragen. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. In dem Unternehmerwissen-Format Smart bekommst du immer die 5 wesentlichen Punkte von einem Unternehmer auf dem Silbertablett serviert. Heute sind es die 5 wesentlichen Punkte von Online-Fitness-Coach Nummer 1, Mark Maslow. Du kennst ihn bereits aus seiner Folge 215. Jetzt die Frage, was kannst du von Mark lernen? So, ich sitze hier mit Mark Maslow zusammen, dem Fitnessgott, wie man ja schon sagen kann. Und jetzt ist einfach meine Frage nochmal an dich, Mark. Was sind denn für dich so 5 wesentliche Punkte, 5 Unternehmerwahrheiten, die du unseren Zuhörern mitgeben kannst? Ja, der erste Punkt ist auf jeden Fall, ich hatte es eben im anderen Gespräch auch schon erwähnt, das Thema Ziele. Mhm. Wo willst du überhaupt hin? Weil ansonsten landest du schnell im Hamsterrad, wenn du nicht weißt, wo du mit deinem Unternehmen oder auch mit deinem persönlichen Leben, je nachdem, worum es geht, bei dir im Bereich Business, hin willst. Ja, hast du dein Ziel klar. Das zweite ist, was sind eigentlich die wichtigen Werte bei dir im Leben? Mhm. Und was ich beobachte, ist, dass häufig Menschen, die sich ein Ziel setzen, dann aber das unterwegs im Laufe des Jahres vielleicht wieder aufgeben, ist, dass dann Konflikt entsteht zwischen Werten und Zielen. Beispiel. Wenn ich nackt gut aussehen will, ja, nehmen wir mal einfach mein Business-Thema. Ja, ich helfe den Menschen dabei, nackt gut auszusehen. Wenn die sagen, ich möchte abnehmen, ich möchte vielleicht ein bisschen fitter, durchtrainierter sein, aber gleichzeitig den Wert Gesundheit oder den Wert Fitness in ihrem Leben irgendwo unter ferner liefen läuft und oben drüber steht zum Beispiel alles andere, weiß ich nicht, was da kommen kann, Geld, Beziehung, Partnerschaft, Business, was weiß ich, dann habe ich da einen Konflikt. Das heißt, wenn ich wirklich erfolgreich sein möchte, dann darf ich zumindest für einen begrenzten Zeitraum meine Werte verändern, ganz bewusst. Das heißt, für mich zum Beispiel, als ich mein Unternehmen aufgebaut habe, habe ich diesen Wert Unternehmenserfolg ganz weit oben gehabt. Das war für mich viel weiter oben als zum Beispiel Partnerschaft. Ich habe mich zudem, ich sage nicht, dass das jeder machen muss. Für mich war es so, ich habe bewusst gesagt, ich möchte für 2 Jahre keine Partnerschaft haben, bis mein Unternehmen läuft, und dann nehme ich mir dafür wieder Zeit. So, das heißt, Ziele und Werte aneinander ausrichten, ganz bewusst, und zwar in allen Lebensbereichen. Das beschränkt sich nicht nur auf die Business-Ziele, sondern es darf alles miteinander harmonieren. Der dritte Punkt ist, klare Prioritäten setzen, ergibt sich eigentlich auch daraus. Nur es hilft zum Beispiel, wenn ich weiß, mit Freunden was unternehmen. Ist ja auch im Wert. Ja, wenn ein Freund fragt, hey, am Wochenende will ich in Harz wandern, willst du mitkommen? Da sage ich natürlich sofort, ja, habe ich Bock drauf. Geil, vor allen Dingen mit dir. Nur wenn ich meine Werte klar habe und sage, nee, aber eigentlich will ich ja mein Business aufbauen und das steht da drüber und ich habe einen Konflikt, dann kann ich ganz schnell priorisieren, ganz schnell entscheiden und sagen, okay, Entscheidung ist klar, ich bin da auch offen. Meine Freunde wissen, dass Freundschaft für mich nicht der höchste Wert ist im Leben und die akzeptieren das auch. Das vierte ist, die Menschen, mit denen du dich umgibst. Es gibt ja diesen bekannten Spruch, kennen die meisten wahrscheinlich, du bist wie die 5 Menschen, mit denen du viel Zeit verbringst, und du kannst dein soziales Umfeld
aktiv gestalten. Ja. Also mehr Zeit mit den Menschen verbringen, die dich inspirieren, die dir Power geben, die dich irgendwie nach vorne in Richtung deiner Ziele ziehen und vielleicht ein bisschen weniger Zeit verbringen mit den Menschen, wo du das Gefühl hast, die bremsen mich irgendwie aus. Mhm. So, das mache ich ganz bewusst und es hilft mir und das empfehle ich auch jedem auch im Fitnesskontext. Das heißt nicht, dass man zum Beispiel jetzt da komplett knallhart sein muss. Das bin ich auch nicht. Nur das einfach bewusst auf dem Schirm zu haben. Und der letzte Punkt ist, gerade im Business-Kontext ganz klar zu haben, wer ist denn eigentlich der Mensch, für den ich der beste Problemlöser sein möchte mit meinem Unternehmen. Also hier eine klare Information, hier ein klares Bild davon zu haben, wer ist meine Zielgruppe. Und ich mache es zum Beispiel auch so, dass ich bin jetzt halt online unterwegs, dass ich auch mal Leute anrufe, die bei mir halt sich in ein E-Mail-Newsletter eintragen und sage, hey, hast du mal kurz Zeit zu telefonieren? Ich möchte gerne besser verstehen, was eigentlich deine Themen sind und wie ich dir helfen kann. Das mache ich nicht, um zu verkaufen, sondern ich mache es halt, um zu verstehen, wie ticken die Leute denn eigentlich und wie kann ich noch besser darin werden, hier möglichst gute Lösungen zu liefern. Und das lässt sich ja wunderbar auf alle Unternehmen auch übertragen. Ja, wenn ich jetzt einen physischen Laden habe, wo meine Leute zur Tür reinkommen, ist es leichter. Da ergibt sich halt so ein Gespräch. Aber wenn ich zum Beispiel einen großen Konzern habe, wo das Ganze anonymer ist, oder wenn ich halt ein Online-Unternehmen habe, dann darf ich hier eine andere Lösung finden. Absolut. Grandios. Also ich finde, da steckt sehr, sehr viel Power drin und man merkt natürlich hier jetzt auch die Parallelen, die zwischen Sport und Unternehmertum sind. Für mich ist Unternehmertum auch Leistungssport und du hast es gerade wieder so schön gesagt, auch was die verschiedenen Lebensbereiche angeht. Insofern, da kann man sich sehr, sehr viel mit rausnehmen. Marc, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir. Vielen Dank. Und jetzt kommt der wichtigste Part. Setze das konsequent um. Die Shownotes dieser Folge findest du unter raikane.de/226. Ja, Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen und du konntest sofort etwas umsetzen? Dann habe ich eine Bitte an dich. Abonniere den Podcast unter raikane.de/podcast, falls du das noch nicht gemacht hast. Folge mir bei Facebook oder Instagram und bitte teile diese Folge mit deinen Freunden. Und wenn du wirklich, wirklich begeistert bist und auch nur dann, schreibe mir gerne eine Bewertung auf iTunes. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.